powered by Unreal Engine. 505 Games. Starbreeze Studios. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist Oliver3911 und ich begrüße euch zu Brothers, A Tale of Two Sons. Ein Spiel, was in den letzten Jahr, also 2013, ja ziemlich durch die Decke ging, was mir aber so ein bisschen, ja, es lief bei mir unterm Radar und durch meinen Games-Podcast, den ich gemacht habe, den ich euch an dieser Stelle übrigens auch nochmal herzlich ans Herz legen möchte, haben wir ja auch ein bisschen über Brothers geredet. Und da habe ich mir auch mal die Demo zu angeguckt und das hat mir wirklich gut gefallen und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir die Vollversion und wir spielen das gemeinsam als Wochenendprojekt, sprich als Wochenend-Let's Play, einmal durch. Und ich habe das Gefühl, es könnte ein wirklich schönes Spiel werden, denn wird viel von geredet, dass es gut ist. So, Speicherstand läuft in der Cloud. Damit mir den auch keiner klaut. Oh ja, ich bin so gut. Und ja. Brandneu. Mein erstes Let's Play 2014 jetzt. Das wird schön. Da freue ich mich drauf. Ja, wir haben nicht viele Optionen, wie man sieht. Müssen wir, glaube ich, auch nicht großartig reingucken. Wie wird gespielt? Das kann ich mal kurz zeigen, denn dem Spiel gibt es zwei Charaktere und wir spielen den einen mit der linken Seite des Gamepads und den anderen mit der rechten Seite des Gamepads. Das könnte kompliziert werden für mein Gehirn. Sehr kompliziert. Was hat das Spiel denn? Ach, Grafikoptionen. Okay, Gamma. Soundoption passt auch. Nehme ich jetzt mal an, dass es passt. Kann man immer noch ändern. Und ja. Erstes Spiel 2014. Da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt auch eine neue Capture-Hardware, die ich jetzt zum ersten Mal auch in Let's Play-Situationen ausprobiere. Und zwar die Avanmedia Live Gamer Portable. Ich hoffe, ich habe mit dem Ding gute. Ja, es wird mir gut laufen, das Teil hoffentlich. Denn das hat einen Haufen Geld gekostet. Gut, aber jetzt genug von mir geredet. Spielen wir Brothers A Tale of Two Sons. Freut mich schon sehr drauf. Neues Spiel und es geht los. Und ich muss schon mal sagen, mir gefällt das Menü ganz gut. Also das ist direkt mit der Spielwelt eingebunden. Das finde ich sehr schön. Okay, ein Grabstein mit einer Rose. Was das wohl bedeutet? Mal schauen. Gut, so wie es ausschaut, scheint das Grab unserer Mutter gewesen zu sein. Auch ein interessanter Einstieg für ein Spiel. Nai! Nai! Da! Was ich sehr interessant finde bisher an dem Spiel ist, es hat eine sehr interessante Sprachausgabe. Es hat Sprachausgabe, aber man versteht halt trotzdem irgendwie kein Wort, aber trotzdem alles. Ist ja auch sehr interessant. So, und hier sehen wir jetzt den großen Bruder. Der kleine Bruder ist der Kleine offensichtlich. Und ja, könnte das unser Vater sein? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall scheint es ihm nicht gut zu gehen, wer auch immer das ist. Und mir gefällt echt der Grafikstil. Das sieht richtig hübsch aus. Könnte man glatt Screenshots machen und es würde aussehen wie gemalt. Das ist ganz schön. Und das trotzdem, dass es so 3D ist. Finde ich ganz gut. So, beide Trigger zum Interagieren gedrückt lassen. Na, dann mal los. So, wir müssen halt mit beiden Sticks die Brüder lenken. Ah, es geht jetzt noch gerade so. Gerade so. Aber ich habe in der Demo schon mal gespielt. Die Demo setzt nicht ganz an dem Anfang an.
sondern ein Stück später im Spiel. Ich frage mich, wann das dann kommt, der Punkt. Und da wurde schon deutlich gezeigt, dass die Spielmechanik echt teilweise Hirnfuck ist. Also da muss man echt Gehirn ein bisschen umstellen. Weil es halt so ein Twin-Stick-Spiel ist. Oh, und jetzt auch schon hier merke ich, in der Kurve wird es schwierig. Okay, so, du so und du so und dann irgendwie... Okay. Nee, halt du mal gedrückt hier. Und ich schätze mal, das hier soll ich drücken, oder? Kann das sein? Und jetzt sag mir nicht, der kleine Bruder ist dafür zu schwach. Also ein Mist. Das ist auch sehr interessant, weil man merkt halt auch schon, habe ich schon in der Demo ganz doll gemerkt, dass man halt zwei verschiedene Charaktere spielt. Weil halt jeder auf bestimmte Sachen anders reagiert. Das sehen wir dann später noch, wenn man an dem Teil ankommt, der dann in der Demo gezeigt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ja, nicht hat da, festhalten. bin mir ziemlich sicher, dass das dann auch noch drinne vorkommt im Spiel. Okay. Ich steuere jetzt erstmal vorsichtshalber nur den linken Bruder, weil der basiert auf... Kann ich hier mit interagieren? Okay, brauche ich zwei Brüder für. Und jetzt wird schon ein bisschen doof. Mit dem rechten Stick, dann das macht man nicht häufig, das Lenken. So, okay, du kletterst hoch. Dann lässt du das Seil runter, sodass er hinterher kann, hoffe ich mal. Du gehst inzwischen mal aus dem Weg. Ah, und wir brauchen hier auch beide Brüder. Also gut, dass ich beide Brüder hochgeschafft habe. Ah, okay, Sticks drehen. Habe ich mich gerade kurz gefragt, was will das Spiel von mir? Das will, dass ich die Sticks drehe. Und jetzt hier immer aufpassen, dass ich die Perspektive der Brüder nicht verliere, weil sonst wird es unübersichtlich. Vor allem mit dem Stick halt. Ich bin nicht so der Twin-Stick-Spieler. Es gibt ja verschiedene Twin-Stick-Shooter. Und mit denen kann ich halt absolut nicht. Aber eine Katze. Das hat so ein bisschen was von so einer wirklich anderen Sprache. Also nicht irgendwie so eine Fantasiesprache, wie beispielsweise bei The Sims. Sondern hier hat man so ein bisschen das Gefühl, es könnte irgendwo eine Sprache sein. So, vielleicht so eine osteuropäische. Aber ja, davon ja keine Ahnung. Okay, ganz offensichtlich kann er, ich schätze jetzt mal, das ist unser Vater, kann ihm nicht helfen. Und jetzt müssen wir wohl irgendwo hin marschieren, um irgendwas zu holen, was ihm helfen kann. Ich nehme mal stark an, irgendeine Form von Medizin oder Hilfe. Gut, die beiden diskutieren noch. Sollen wir das wirklich machen? Würde ich jetzt mal reininterpretieren? Ah, er gibt uns die Karte mit. Okay, also wir sollen das ganz offensichtlich machen. Warum sollte er auch losgehen und uns helfen? Gut, ich meine, er kümmert sich vielleicht währenddessen noch um so unseren Vater, dass der nicht abkratzt. Aber so, jetzt würde ich mal gucken, was passiert. Kann man mit unserem Vater irgendwie... Ja. Und wir können halt mit den beiden Brüdern immer mit der Umwelt interagieren. Und sie verhalten sich halt beide ein bisschen anders, was ich ganz cool finde. Da sehen wir später noch eine ganz lustige Situation, die habe ich in der Demo gesehen gehabt. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ey, wisst ihr, was ich auch ganz cool finde an der neuen Avamedia, an meinem neuen Aufnahmeding? Ich habe endlich eine Zeit eingeblendet, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe ja früher immer vergessen, meine Stoppuhr anzumachen und die Stoppuhr könnte jetzt überflüssig, überflüssig werden. So, ich schätze mal... Wo müssen wir lang? Da. Der große Bruder sagt doch immer so ein bisschen, wo wir lang müssen. Weil der Kleine das nicht weiß. Ah, ich schätze mal, wir müssen hier runter. Und das ist immer echt ein bisschen... Was für Sachen ich jetzt drücken muss. Da wird teilweise... Boah, what the fuck. Hier unten geht's irgendwo hin. Will ich mal gucken. Okay. Frage mich gerade, ob das jetzt schon der richtige Weg war. Ach nee, ist das jetzt schon der richtige Weg? Weißt du, doof. Dann will ich erstmal mit dem großen Bruder hier noch gucken. Oder wann hadi? Gut, der scheint uns hier auch nicht durchzulassen. Na dann. Nehmen wir den Umweg. Schleichen wir uns an ihm vorbei. Brücke ist gesperrt. Wer braucht schon Brücken?
Na, Murphy, ist er da? Ihr da? Na, Murphy, Paddy, na! Wie, du kannst nicht schwimmen? Okay. Aber Untertitel gibt's nicht, oder? Okay, Trigger zum Interagieren gedrückt lassen, kleiner Bruder. Okay, wir sollen uns an ihm festhalten und er schwimmt uns dann rüber. Hier zu den Steinen? Nee, ich schätze mal, wir sollen der Strömung folgen. Sonst würde die Kamera nicht schon wieder so komisch sich umrichten. Mann, das Posieren von der Arbe Media ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Man denkt immer, oh, was posiert denn da? Hat mein Handy schon wieder eine neue Nachricht? Ah, ich glaube, hier können wir klettern. Kann das sein? Gut, der kleine Bruder kann klettern, der große stellt sich gerade zu doof an. Hey, ist das der Typ von der Brücke? Hat er gesehen, dass wir uns an ihm vorbeigeschummelt haben? Hat da? Hat da? Okay, dann können wir jetzt zumindest zur Brücke gehen. Ich frage mich, ob es in dem Spiel auch irgendwie Sammelobjekte oder so gibt. Oh Gott, ich laufe hier teilweise. Ja, jetzt könnten wir jetzt easy wieder zurück. Naja, gut. Kein Plan. Der gute Edwin, mit dem ich ja auch im Podcast geredet habe, wie gesagt, könnt ihr durchaus mal angucken. Ist ein gutes Stück Video geworden. War auch sau anstrengend. Hat der Poasas auch sehr gelobt. Und da frage ich mich, ob er damit recht hat. Bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt bin ich da. So, jetzt haben wir hier einen Speicherpunkt. Übrigens, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich spiele hier übrigens die 360-Version. Also spätestens bei der Einblendung des Freundes, der gerade online ging. Habt das, glaube ich, alle gesehen. Warum? Ich habe es für die 360 relativ billig bekommen. Das war zwar auch im Winter Sale von Steam drin, dieses Spiel. Aber dummerweise hatte ich es da schon für die 360 gekauft. Dann, gut, ich hätte 20 Cent gespart. Also sind wir mal ehrlich. Bringt nicht so viel Unterschied. So, jetzt sind wir doch noch im Dorf. Ein ziemlich wirkungsloser Schutzwall, ne? Guck mal, eine Blume, die ich nicht angucken kann. Okay. Gedrückt lassen, um die Kamera zu rotieren. Ach ja, das ging ja auch noch, stimmt. Und jetzt hat mein Handy doch noch Lärm gemacht. Zwar übelst viel Lärm. Was ist denn hier los, dass das Handy so viel Lärm macht? Ah, ich habe E-Mails gekriegt. Aha, aha. Die üblichen Spam-Mails, die man so bekommt, wenn man Student ist. Okay, Kamera rotieren wollten wir. Auch ganz nett, dass die Einblendungen dann so langsam verschwinden. Was diskutieren die da unten? Gut, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz zur Blume gucken, weil die Blume sah so aus, weiß nicht, als hätte man da was machen mit können. Ja. Okay, gut. Was sagt der kleine Bruder dazu? Ich glaube, das werde ich auch viel in dem Let's Play machen, weil das Spiel soll ja relativ kurz sein. Okay, gut. Das war das letzte Mal, dass er an einer Blume geschnüffelt hat. Geschnüffelt. Habt ihr verstanden? Hey, du, alter Mann. Oh, cool, man kann uns sich einfach hinsetzen. Das hier auch. Oh, das ist eine schöne Aussicht. Okay, und was macht der kleine Bruder da? Setzt er sich auch hin? Ja. Gut. Das ist ja cool. Ich schätze mal, jetzt komme ich hier aber nicht weiter. Vermutlich müssen wir hier drüber. Ja. Ja, dann mach doch. Geh doch hoch. Ach, okay, ich muss gar nicht interagieren. Gut. Scheiße. Oh, die Steuerung. Oh, unterirdisch. Okay. Da muss man echt vorsichtig sein mit den Sticks. Ganz vorsichtig muss man da sein. Gut, hier ist niemand, so wie es aussieht. Dann. Okay, welcher ist jetzt welcher? Oh Gott, ich krieg das in mein Gehirn nicht rein. Ich muss die immer links, rechts positionieren. Sonst verliere ich die Übersicht. Aber es ist echt schön. Da! Es ist echt schön, das Spiel. Wirklich, gefällt mir bisher ganz gut. So, nein, Kamera wollte ich doch in eine andere Richtung drehen. Gut, das Spiel lässt mich die Kamera gerade nicht so frei drehen. Na dann. Oh Gott. Beide Brüder balancieren oder was? Kriege ich das mit meiner Fehlmutti, mit meiner Fehlkoordination hin? Ja.
So. Und der Typ schon wieder. Was ist denn für ein Idiot? Können wir den nicht einen in die Fresse schlagen? Fände ich ganz gut. Ah, ich habe so eine grobe Ahnung, was wir machen sollen. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer zu sehen. Versuchen wir erstmal kurz mit ihm zu verhandeln. Vielleicht geht das ja. Jut. Was, vielleicht der kleine Bruder, der ist ja so ein bisschen der Frechdachs. Okay, der ärgert sich hier. Der ärgert sich so ein bisschen wie ich. Von daher machen wir jetzt mal an dieser Stelle eine Pause, damit auch ihr euch mal ärgern könnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, bis denne und tschüss.